Der REM-Podcast. Museum zum Hören. Sonderausgabe zum Internationalen Frauentag. Starke Frauen in den Kulturen der Welt. Ja, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Corinna Erkenbrecht. Ich bin Leiterin der Abteilung Weltkulturen und ihre Umwelt an den Reichs-Engelhorn-Museen in Mannheim. Die Abteilung Weltkulturen umfasst im Wesentlichen die völkerkundliche Sammlung mit rund 40.000 Objekten, aber auch die naturkundliche Sammlung und etliche andere Sammlungen zusammen auch, sowie Archivalien, historische Fotografien und so weiter. Ich selber bin Ethnologin, Völkerkundlerin und als solche habe ich seit vielen Jahren meinen Schwerpunkt in Australien und Ozeanien, sprich Südsee und Pazifik, vor allen Dingen aber Australien. 1986 habe ich meine erste Reise nach Australien gemacht und bin seit jeher fasziniert von der Kultur der Aborigines und allem, was damit zusammenhängt. Ich habe viel dort geforscht, vor allen Dingen auch zur Frauenforschung. Und daher rührt eben auch meine Berührung mit vielen starken Frauen, die ich dort kennengelernt habe. Insofern war es mir auch ein Anliegen, diese Veranstaltung anzuregen am Internationalen Frauentag am 8. März mit dem Titel Starke Frauen aus den Kulturen der Welt, sodass endlich einmal auch da zur Sprache kommt, was Herausragendes, Bewegendes, Veränderndes auch von dem Leben, den Aktivitäten, den Leistungen von Frauen ausgegangen ist. Internationaler Frauentag. Auch die Frage, wozu? Was kann so ein Tag leisten? Und ich habe es mir immer als Ziel gesetzt, an jenem Tag mal innezuhalten und mich zu fragen, was konnte ich in meinem Leben erreichen? Was habe ich erreicht? Oder was konnte ich bislang nicht erreichen? Einfach mich zu fragen, wo stehe ich? Wie ist mein Leben verlaufen bislang als Frau? Und vor allen Dingen, wo finde ich meine Quellen, aus denen ich Kraft und Mut schöpfe, Beispiele von Frauen, die Herausragendes geleistet haben, anderen ein Vorbild waren und einen selbst begeistert haben. Und da ist es ganz selbstverständlich, dass ich wieder auf die vielen starken Frauen zurückgekommen bin, die ich in Australien kennengelernt habe. Und da möchte ich Ihnen heute auch ein Beispiel vorstellen, der in Australien bekannten Aborigine-Schriftstellerin und Künstlerin Sally Morgan, die 1987 ihre Autobiografie veröffentlicht hat mit dem Titel My Place. Sie beschreibt darin ihr Leben, aufgewachsen in Perth in Westaustralien. Und sie beschreibt insbesondere, ihr Thema ist die tabuisierte Geschichte ihrer indigenen Herkunft. Sie stellt fest, dass sie anders aussieht, dass sie eine andere Hautfarbe hat, eine andere Haarfarbe, dass auch ihre Mutter, ihre Großmutter anders aussehen. Und sie erzählt auch von den ganzen tabuisierten Geschichten rund um die Herkunft ihrer Familie, all die Märchen, die da aufgetischt wurden und erzählt wurden. Man sei irgendwie indischer Herkunft und so weiter. Sie erfährt auch indirekt die Diskriminierung von ihrer Person und ihrer Familie. Und bis sie dann eines Tages voll und ganz begreift, wo sie eigentlich ihre Wurzeln hat. Sie ist bereits 15 Jahre alt, als sie bemerkt, dass sie eigentlich von der indigenen Urbevölkerung Australiens abstammt, dass sie dort in dieser Kultur ihre Wurzeln hat. Und sie macht sich auf, ihre Familiengeschichte zu erforschen, was sie auch sehr detailliert in ihrem Buch beschreibt. Und so erklärt sich auch der Titel ihres Buches, My Place. Wo ist eigentlich mein Platz? In der Gesellschaft, in der weißen Gesellschaft oder wenn, dann in der schwarzen Gesellschaft. Oder man braucht es auch überhaupt nicht an Farben, gar nicht festzumachen. Wo komme ich her? Wo ist mein Platz? Wo sind eigentlich meine Wurzeln? Dazu muss man auch wissen, was in Australien passiert ist mit der australischen Urbevölkerung, als die britische Annexion und Besiedlung begann, was im Zuge des Kolonialismus und des Kulturkontakts passiert ist.
Man hat die australischen Ureinwohner vertrieben und vernichtet, wo immer man konnte, stigmatisiert. Die ganze Palette dessen, was man sich vorstellen kann, ist in Australien aufgetreten. Man hat die Ureinwohner abgeschossen, vergiftet, ihre Nahrungsquellen vergiftet, ihre Nahrungsgrundlage zertrampelt durch und vernichtet auch durch Ackerbau und Viehzucht, durch Besiedlung, hat sie in unfruchtbare Gegenden vertrieben und so weiter. Dennoch, im Zuge dieser Entwicklung ist es passiert, dass die stark männergeprägte Franchise Society sexuelle Beziehungen zu indigenen Frauen eingegangen ist und sich eine Bevölkerung dadurch entwickelt hat, die Aborigine-Mütter und weiße angloeuropäische Väter hatte und dass diese Bevölkerung mehr und mehr angewachsen ist. Dann hat man sich angesichts dieser Entwicklung gefragt von Seiten der australischen Regierung, ja, was kann man denn da machen? Vorher hatte es halt geheißen, ja, die schwarze Urbevölkerung stirbt ohnehin aus, man müsse sie segregieren und in Reservate schützen vor der weißen Bevölkerung. Dann hieß es aber aufgrund dieser neueren Entwicklung, man müsse die Kinder dieser Beziehungen assimilieren in die weiße Gesellschaft. Und zwar zwangsweise assimilieren. Meistens lebten sie ja weiterhin bei ihren Müttern. Die weißen Väter haben ja meistens nicht die Verantwortung übernommen oder sich dazu bekannt. Sie lebten weiterhin bei ihren Müttern in den Aborigine-Familien, in den Camps. Und man hat sie dann zwangsweise dort rausgeholt und weit entfernt in irgendwelche Kinderheime gesteckt, an Familien vermittelt oder an Arbeitsstellen und so weiter. Und man hat bewusst jede Verbindung zur Vergangenheit kappen wollen. Die Kinder sollten nicht wissen, wer ihre Eltern sind, wer ihre Mütter sind. Die Mütter sollten nicht wissen, wo ihre Kinder sind. Und diese Politik hat man viele, viele Jahre und Jahrzehnte betrieben, sodass daraus eine Stolen Generation entstanden ist, so wie man es heute bezeichnet. Das hat natürlich unglaublich viel Leid über die Aborigines gebracht, über die Kinder und über die Mütter, weil regelrecht Treibjagden auf Kinder angestellt und sie dann eben weit weg verfrachtet auf Missionsstationen in Familie, Kinderheime und als Arbeitskräfte auf Farmen. Das war natürlich eine menschenverachtende Politik, die ganz viel Leid verursacht hatte, die aber nichtsdestotrotz tabuisiert wurde und auch in der Familie von Sally Morgan nicht thematisiert wurde und erst Stück für Stück durch ihr wahnsinnig gutes, schönes und berührendes Buch hat diese ganze Thematik einen unglaublichen Schub erhalten. Ich habe das Buch 1989 in Australien gelesen. Ich habe geweint. Und alle anderen, mit denen ich darüber gesprochen habe, die haben ebenfalls geweint, weil das so wahnsinnig bewegend war. Das Buch hat eine sehr hohe Auflage erreicht in Australien. Es wurde in mehrere europäische Sprachen übersetzt. Es ist auch in Deutschland erschienen bei dem Orlando Frauenverlag unter dem Titel Ich hörte den Vogel rufen. Ich möchte einfach auf diese tolle Literatin, Autorin Sally Morgan hinweisen, was ihr bahnbrechendes Buch geleistet hat. Sie hat auch Kunstwerke gemalt, in Galerien ausgestellt, das hat sie auch gemacht, aber das ist einfach ihr bekanntestes Werk, das am meisten bewegt hat. Und es hat so viel bewegt, dass auch eine langjährige Forderung der Aborigines schließlich mal erfüllt wurde. Man müsse sich für dieses ganze Leid und Unrecht entschuldigen. 2013, als der Labour-Premierminister Kevin Rudd an der Regierung war, hat er das öffentlich gemacht. Sorry zu sagen für all das Leid und Unrecht. Er hat eine Rede im Parlament gehalten, das wurde aber auch auf Leinwänden auf die Straßen übertragen und die Menschen, die Betroffenen, Kinder von damals, Erwachsene von heute, die im Parlament saßen oder draußen auf den Straßen standen, sie haben auf offener Straße geweint, weil ihnen nochmal dieses ganze Leid und Elend bewusst wurde. Also mein Schlaglicht, das ich werfen möchte, ist auf diese herausragende, beeindruckende und einflussreiche Autorin, die wirklich Herausragendes geleistet hat und mich und viele andere zutiefst begeistert hat.
Alle weiteren digitalen Angebote der Reisengelhorn Museen finden Sie unter digital.rem-mannheim.de.